Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Basti und mit mir erfährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich Krypto-Trading zu tun hat. Wir traden bei Bitcoin bei 29.585 US-Dollar, haben es gestern nicht nachhaltig über unsere 30.000 Dollar geschafft. Was für heute wichtig wird, erfährst du auf jeden Fall in dem Video, denn wir müssen uns mögliche Liquidierungen anschauen und sowas habe ich seit langem nicht mehr gesehen. Deshalb unbedingt dranbleiben, gerne ein Abo da lassen und natürlich liken, wenn du hier neu auf diesem Kanal sein solltest, würde mich sehr freuen. Werd auch du zum Bitbuller. Jeden Tag von Montag bis Sonntag gibt es ein Update, damit du immer up to date bist. In diesem Sinne starten wir direkt rein nach dem Intro. Let's go! Gut, also fangen wir erstmal mit dem 4-Stunden-Chart an, wie du ganz schön sehen kannst. Und wir haben es gestern auch im Livestream besprochen. Danke da an 800 Live-Zuschauer an einem Mittwoch. Ja, wenn man sich das nämlich hier mal anschaut, haben wir hier wunderbar ein wunderschönes M reingekriegt. Technisches Preisziel wurde dann hier auch perfekt erreicht. Und wie man hier ganz schön sehen kann, war es nichts anderes, als erstmal hier unten nochmal auf die wichtigen EMAs zu laufen, um diese eine wichtige Vector Candle, die du hier auf der linken Seite siehst, zu schließen und zu füllen. Das heißt, hier lag sehr viel Liquidität drin in dem Markt. Ja, wer nicht weiß, was hier diese Vector Candles sind, es gibt auch ein paar Videos auf meinem YouTube-Kanal, gerne reinschauen. Also, hier lagen auf jeden Fall viele Long-Positionen in dem Markt. Das wussten auch die Market Maker, deshalb haben sie den Kurs hier wieder nach unten gedrückt, um die Liquidität in den Markt dann wieder rauszuholen. Um gleichzeitig wieder neue Positionen dann aufzumachen und genau das ist jetzt hier erstmal passiert. Wir sind genau runter auf den 100er EMA. Ich habe erst gedacht, dass wir vielleicht schon ein bisschen eher so bei unserem 200er EMA schon guten Support an dieser Stelle reinkriegen, ist jetzt aber nicht der Fall gewesen. Aber dennoch, ja, genau der 100er EMA, weil hier ist wirklich sehr, sehr viel zusammengelaufen. Das war dann auch wirklich der 200er bis runter zum 50er war eine Bewegung oder wäre eine Bewegung von 100 US-Dollar und hier sieht man das Ganze einfach auch noch mal ganz gut, ja, dass es einfach wirklich ein sehr, sehr kleiner Bereich war und genau da haben wir erstmal Support bekommen. Das ist jetzt gar nicht mal so schlecht, denn wie du jetzt ganz schön sehen kannst, kam jetzt guter Support rein. Wir traden wieder bei knappen 29.600 US-Dollar und jetzt wird die Frage natürlich sein, schaffen wir es jetzt hier wieder oben reinzukommen? Hier oben haben wir wieder eine Vector Candle, hier unten ist aber auch noch eine ganz große Vector Candle und das ist genau der Punkt, worauf es dann ankommt, was wir uns dann nämlich gleich mit der Liquidation Map anschauen. Hier unten wird es nämlich gefährlich werden. Na, wieso, weshalb, schauen wir uns auf jeden Fall gleich an. Das ist jetzt genau das. Ja, wenn wir uns jetzt hier den MACD auch nochmal anschauen, kriegen wir jetzt gerade im Moment ein bärisches Cross rein, obwohl wir einen kleineren, ja, Aufstieg jetzt hier wieder gesehen haben, aber das negative Momentum ist Stand jetzt im Moment wirklich absolut gering. Jetzt muss man auch dazu sagen, die 4-Stunden-Kerze, die geht noch 2 Stunden, ja, also hier kann durchaus noch was passieren. Allerdings sieht man halt ja auch, habe ich dann gestern auch davon gewarnt, immer wenn die Signallinie zur Durchschnittslinie sehr weit auseinanderlaufen, ja, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass man dann hier einen sehr schnellen Move nach unten sieht. Ja, das gleiche natürlich dann auch hier unten nach oben, ja, um dann hier dieses Cross dann hier zu erreichen. Ja, das ähnliche Szenario hatten wir zum Beispiel auch hier, auch da war es dann so, dass wir dann auf einmal eine sehr, sehr starke Korrektur hier gehabt haben, ja, und dann reingelaufen sind in unsere Korrektur. Das war genau hier, auch da war unser MACD von der Signallinie zur Durchschnittslinie sehr, sehr, sehr weit entfernt, ja, um dann hier wieder das bärische Cross hier reinzukriegen. Aber dafür muss jetzt hier erstmal wieder weiterhin was passieren und wie du siehst, ist es im Moment nicht so der Fall. Ja, auch jetzt hier, wenn wir uns das anschauen, bei unserem Volumen, das Volumen war dann natürlich in dieser Phase des Marktes sehr, sehr stark. Hier wurde nur verkauft, hier wurde nichts anderes gemacht, sondern hier wurde einfach wirklich nur verkauft. Hier kamen keine Kauforders rein, gar nichts. Und seit den letzten, ja, 8 bis 12 Stunden passiert hier erstmal wieder nicht viel. Unser RSI war hier oben bei unserem überkauften Bereich, also bei knapp 74 Punkten. Auch hier hat man ein schönes kleines Double Top gesehen, was uns jetzt hier wieder runtergedrückt hat. Und auch hier ist der RSI jetzt wieder fast auf unseren 50-Punkte-Marke. Bedeutet nichts anderes, dass wir hier davon ausgehen können, dass wir erstens, wir haben jetzt wieder Luft nach oben und zweitens aber auch sehr, sehr, sehr viel Luft nach unten in den überverkauften Bereich.
Bereich. Perfekt wäre es für Bitcoin, wenn wir heute und morgen es irgendwie schaffen, einen Daily Close über $30,000 zu kriegen. Das wäre das Best-Case-Szenario für Bitcoin und dann gehe ich immer noch davon aus, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit hier oben wieder reinkommen werden, Richtung 30.800 bis 31.000 US-Dollar. Aber ihr seht es auch hier mit diesen 29.847, ja, das war halt wirklich hier die ganze Zeit für uns wunderbarer Support an dieser Stelle, ja, wunderschöner Support und jetzt flippt dieses ganze Ding hier zu Widerstand. Also das ist jetzt ein ganz großes Problem, das könnt ihr zum Beispiel dann auch mal rot machen. Das ist wirklich erstmal kurzfristig gesehen unser sehr, sehr starker Widerstand. Dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall rein Richtung 15-Minuten-Chart und schauen uns das Ganze auf den 15-Minuten-Chart einmal an für euch Daytrader. Let's go! So, wir sind jetzt auf den 15-Minuten-Chart und ich will euch nochmal ein was aufmerksam machen und zwar am Montag, also nächste Woche Montag um 20 Uhr haben wir wieder ein Community-Event zusammen hier mit allen Bitbullern, mit allen Abonnenten, also Market Maker, Liquidität und Algorithmus, das Ganze um 20 Uhr, das wird nicht auf YouTube übertragen, gibt auch nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen, wer drin ist, ist drin. Letztes Mal war das wirklich sehr, sehr gut, da hatten wir uns ja dann den Stop-Loss angeschaut und wie dann auch das richtige Risk-Management funktioniert, Double Top, Double Bottom und so weiter und so fort. Dieses Mal geht es um Market Maker, Liquidität und vor allem Algorithmus, ja, was sehr viele Leute da draußen nicht wissen, dass sehr viele Algorithmen hier bei Bitcoin laufen. Wie das Ganze funktioniert, wirst du am Montag erfahren und es gibt eine sehr, sehr geile Aktion auch am Montag in diesem Webinar für die Leute, die bei diesem Webinar mit am Start sind. Also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, dich einzutragen. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Alles kostenlos, wird nicht auf YouTube übertragen, sondern in einem Webinar-Tool. Link in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Jetzt schauen wir uns aber auf jeden Fall den 15-Minuten-Chart an und wie du ganz gut sehen kannst, ist es im Moment so, 15-Minuten-Chart. Ja, wir haben dann gestern dann auch angeschaut, habe ich gesagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir oben nochmal reinkommen, um diesen Wick zu füllen. Das wurde dann auch gemacht, eigentlich so zu 70% wurde dieser dann hier abgeholt, ja, 70-80%. Aber wurden dann wieder sehr, sehr stark rejected an dieser Stelle. Also da war dann erstmal wieder Feierabend. Ja, wir sind dann hier dann reingelaufen, hatten dann hier auch dieses Double Top, was du auf dem 4-Stunden-Chart, was wir uns gerade angeschaut haben, ja, sieht man auch wunderbar dann hier auf unserem 15-Minuten-Chart, sind dann hier nach unten gefallen und wir hatten dann hier unten aber leider kein so... Also kein richtiges Anzeichen dafür, dass wir hier dann wieder eine Erholung reinkriegen, ja, sondern wäre schön gewesen, wenn wir hier dann nochmal so ein schönes kleines W reingekriegt hätten, haben wir jetzt aber nicht gemacht. Aber wie du jetzt erstmal ganz gut sehen kannst, wenn jetzt hier das Ganze so bleibt, hält unser M2-Level und wir kriegen hier möglicherweise jetzt hier dieses größere W-Pattern hier rein, was wieder ein bullisches Zeichen wäre, was uns zumindest kurzfristig gesehen auf unser M3-Level führen könnte, Richtung $29.875. Diese M3-Level sind nichts anderes als verschiedene Pivot-Points. Hier haben wir auch nochmal einen Pivot-Point, der dann erstmal für uns Widerstand ist. Aber aufpassen, denn 15-Minuten-Chart, wie du hier ganz gut sehen kannst, ja, 50er EMA, 100er EMA, 50er EMA, ja, da war erstmal wieder Feierabend, dann war die ganze Zeit Support auf unser Daily Open und jetzt sind wir hier runtergebrochen, gehen wieder aufs Daily Open hoch, kriegen jetzt eine Vector-Candle rein, kommen wieder nicht über den 50er und den 100er EMA. Also ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt diese Vector-Candle auch wieder abgebaut wird. Bärisches Szenario wäre hier ganz klar, wir schaffen es nicht übers Daily Open, wir holen die Vector-Candle ab, gehen nochmal runter auf M2, ja, und gehen hier nochmal in diese Zone rein, dann würden wir nochmal den Bären die Möglichkeit geben, uns nochmal tiefer zu drücken, hier runter Richtung $29.000 und Worst Case sogar Richtung M1 Level, wo perfekt unser Psi High und unser Psi Low im Moment liegt. Ja, also ja, das bedeutet auf dem 15-Minuten-Chart jetzt abwarten, was jetzt hier passiert. Short-Positionen könnte man nochmal eingehen, wenn man hier oben nochmal reingeht, um diese Hochs hier nochmal anzulaufen. Das wäre dann hier ein möglicher Entry mit den Short-Positionen, um dann hier oben einen ganz, ganz knappen Stop-Loss zu setzen. Long-Position würde ich jetzt hier in dieser Phase erstmal nicht eingehen. Höchstwahrscheinlich erst, wenn wir hier nochmal nach unten droppen und dann wirklich ein wunderschönes bullisches Reversal dann hier reinbekommen. Eher, ja,
jetzt, Stand jetzt, würde ich hier einer Meinung nach jetzt hier nichts eröffnen. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal auf den Tageschart an. Hier hat sich nicht viel getan. Wir sind weiterhin über unseren 50er EMA geblieben und was man hier auch nochmal ganz gut sehen kann, es war gestern nichts anderes als nochmal ein Test der wichtigen EMAs. Also Stand jetzt auf dem Tageschart, wenn man sich das so betrachtet, haben wir einen Ausbruch, einen schönen Retrace und Retest von unseren EMAs und jetzt müsste Bitcoin in den nächsten 2-3 Tagen weiter nach oben pushen. Dann wäre das perfekt, dann wäre das ein perfekter Ausbruch hier gewesen und das werden wir auf jeden Fall weiter im Auge behalten. Dann schauen wir uns noch XRP an, denn bei XRP wird die Sache auch interessant. Schaut euch das an, Leute, wir sind nochmal auf den 100er EMA und es wird wahrscheinlich jetzt hier so dieses Szenario werden mit unseren doppelten Boden. Das werde ich definitiv im Auge behalten, um wieder eine neue XRP-Position hier zu eröffnen. Das sieht hier wirklich ganz okay aus, dass wir hier nochmal hier unten reinkommen, Stop-Loss dann unter den Wick setzen und dann wäre das hier ein wirklich wunderschönes bullisches Reversal nach einem sehr starken Abverkauf, was wir hier dann gesehen haben, bullisches Reversal und dann zumindest mal wieder Potenzial da wäre, Richtung 74 bis 78 Cent zu gehen. Aber Achtung, es ist auch wichtig zu wissen, XRP lebt von News. Wenn jetzt hier keine großartigen News reinkommen, ja, dann wird bei XRP auch nicht viel passieren. Wenn dann aber wieder eine News reinkommt mit der SEC und so weiter, dann geht es halt da wieder ab. Ja. Es geht das Gerücht rum, das ist aber offiziell auch noch nicht bestätigt, dass die SEC jetzt hier keine Revision einreicht, ja, und nicht in Berufung geht. Ob das Ganze wahr ist oder nicht, weiß man nicht, ne? Aber ihr seht es auch hier, wenn das Ganze wirklich wahr gewesen wäre und offiziell von der SEC bekannt gegeben worden wäre, dann hätte sich der Kurs, glaube ich, anders verhalten, als dass es jetzt hier im Moment tut. Dann schauen wir uns noch wichtige Informationen an. Ich habe es euch ja gesagt, dass wir hier auf jeden Fall mal reinschauen müssen und zwar mit den Liquidierungen und der möglichen Liquidität. Was du hier im Hintergrund sehen kannst, ist, dass sehr viele Leute Long-Positionen offen haben, eigentlich seit 28.000 Dollar. Ja, bei Bybit, OKX, BitGet, Binance und so weiter und so fort. Das siehst du hier eingezeichnet und das ist wirklich ein sehr, sehr großer Amount, was hier an Long-Positionen liegt. Bedeutet nichts anderes. Wenn die Market Maker nur mal kurzfristig auf 28.000 Dollar dippen, holen die diese ganze Liquidität komplett ab und wieder neues und frisches Geld in den Markt rein. Denn man muss sich auch eins immer überlegen, ja, wenn die Leute hier raus liquidiert werden oder die Positionen werden dann mit Stop-Loss geschlossen, was machen denn diese Personen? Die Personen denken dann wieder, okay, wann kann ich wieder reingehen in den Markt, wann kann ich wieder frisch einsteigen und dann kommt wieder frisches und neues Geld rein. Über uns liegt eigentlich fast gar nichts, ja, muss man auch dazu sagen, ja, großartige Short-Positionen liegen hier jetzt nicht unbedingt rum, aber man sieht halt hier wirklich, dass wir absolut krass unterwegs sind, hier bei unseren 28.000 bis ja 29.800 Dollar, also genau in dem Preis, in der Preisregion, wo wir im Moment uns gerade befinden. Also sehr, sehr spannend. Auch hier bei der Liquidität sieht man hier auch nochmal hier unten, ja, 27.875, das sind hier so knapp 446 Coins, also auch in dem Bereich 28.500 bis 28.000 Dollar liegen einfach 3.000 Bitcoin, was dann auch nochmal gut zusammenpasst ist, wenn dann das hier rausliquidiert wird, dass dann hier wieder neues Geld in den Markt reinkommt, sieht man dann hier wirklich wunderschön an dieser Liquidität Map. Und über uns hat sich nichts verändert. Bei 31.000 liegen auch 391 Stück, bei 30.000 Dollar nur 127, eigentlich nicht der Rede wert. Dann haben wir noch einmal eine News und zwar von PayPal. Ja, nach Stablecoin-Ankündigung sind auf einmal mehr als 60 Fake PayPal-Token online gegangen und da sieht man mal, wie schnell das einfach heutzutage im Crypto-Space geht. Ja, man macht einfach kurz einen Token, die Leute denken, ah, das ist der PayPal-Token, investieren rein, du nimmst ein paar Millionen Dollar mit, scammst das Ding aus und fertig ist der Lachs. Und das ist halt richtig krass. Ja. Deshalb lasst euch da nicht irgendwie reintriggern oder sonstiges. Diesen Stablecoin kann man noch nicht kaufen. Ja. Deshalb passt da bitte auf, nicht, dass ihr hier abgescampt wird. Das wollen wir natürlich an dieser Stelle alle nicht. In diesem Sinne, soll es das fürs Video gewesen sein. Ja, der Kampf hat begonnen zwischen Bären und Bullen. Wer wird gewinnen? Das ist halt die Frage. Melde dich gerne an für den Market Maker Liquidität und Algorithmus für unseren Workshop am Montag um 20 Uhr. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Donnerstag. Bald ist wieder Wochenende, bald wieder geschafft. Hau rein, bis dann, dein Basti. Und wie immer, weißt Bescheid. Hau rein, bis dann. Ciao, ciao.